Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute hier eine UV-Liste, die ungefähr eine Million kostet. Wenn es euch natürlich gefällt, Freunde, sehr, sehr gerne einen Daumen hoch geben. Sehr, sehr gerne auch ein Abo da lassen, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt mit Trading. Und dann würde ich sagen, start mal rein. Ab geht's. So, Freunde, schaut noch sehr, sehr gerne bei meinem neuen Partner IG Fall vorbei. Und mit dem Rabattcode Alex bekommt ihr auch noch sehr, sehr gute Prozente. Wenn ihr Interesse habt, Freunde, schaut sehr, sehr gerne in der Videobeschreibung vorbei. Und ja, wenn ihr mich unterstützen wollt, wie gesagt, schaut sehr, sehr gerne vorbei. Und dann würde ich sagen, starten wir in das eigentliche Video rein. Ab geht's, Freunde. Ja, Freunde, wie ihr unter der Cam seht, Weekend League spielen wir heute Abend weiter. Würde mich freuen, wenn ihr natürlich auch im Stream am Start wärt. Ich denke mal, so 21 Uhr werde ich wieder ungefähr streamen. Wir gehen jetzt mal in die UV-Liste rein. Man muss sagen, in so einem Budget Spieler noch zu finden, ist es wirklich dieses Jahr sehr, sehr schwer, weil es gefühlt nur 50 Spieler gibt, die in dem Preis sind, wo für eine Million Liste interessant sind, muss man wirklich sagen. Ich sage mal jetzt hier, wenn ihr nur die billigsten davon nehmt, kommt ihr nur auf 500k, wenn ihr nur die teuersten davon nehmt, kommt ihr ungefähr auf eine Million. Ich habe auch noch einen Trick, wie ihr das noch teurer bekommt. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich habe jetzt 1,2, 1,5 Millionen, ich will eine teure UV-Liste, zeige ich euch das natürlich. Ich habe jetzt hier erstmal die Regeln aufgeschrieben. Immer 100 Spieler auf die Liste. Also ich würde hier empfehlen, jeden ungefähr dreimal zu holen. Das sind, glaube ich, so um die 40, wenn mich jetzt hier nicht alles täuscht. Jede Stunde neu anbieten. Umso öfter ihr anbietet, umso mehr verkauft ihr. Ist natürlich auch klar. Defensivspieler mit Shadow, Offensivspieler mit Hunter. 10-15% teurer anbieten, mindestens. Ich mache sogar oft 20-25%. Das heißt jetzt zum Beispiel, ein Spieler kostet 5k. Ich stelle ihn dann zum Beispiel auch mal gern für 6,5k rein oder für 5,9. Aber da könnt ihr die Preise variieren, wie ihr Bock habt. Das ist das Minimum, was ich machen würde. Wenn jetzt zum Beispiel ein Spieler 10k kostet und du stellst ihn für 11, ja, sagen wir mal 11,5 rein, das wären dann die 15%. Dann hättest du 1k Gewinn mit der Karte, wenn eine Karte jetzt 10k kostet und die für 11,5 verkaufst. Wie ihr die Spieler euch kauft, zeige ich euch jetzt. Dafür gehen wir auf den Markt. So, Freunde, wir machen das jetzt mit Griezmann. Ich soll das natürlich auch mit, wie gesagt, mit den beliebtesten Spielern machen. Die habe ich jetzt hier mal rausgesucht. Ihr könnt das natürlich auch noch mit Spielern machen, die noch teurer sind. Ich habe jetzt mal nur Spieler reingepackt, die ungefähr so bis um die 20.000 kosten. Man kann natürlich auch Spieler draufpacken, die noch teurer sind. Bei denen ist die Gefahr aber zu hoch, dass die noch weiter sinken. Deswegen wollte ich die erstmal nicht reinpacken. Stellen natürlich hier auf Hunter, ist natürlich klar. Und dann schauen wir, was ein Griezmann kostet. Wie gesagt, ich glaube, der kostet so 10k. Okay, ist ein bisschen teurer. 11k, 11,5. 11,75 kriegen wir eigentlich jeden Griezmann mit Hunter weg. Was natürlich perfekt wäre, würden wir ihn als ZM oder ZDM bekommen, wäre natürlich nochmal 1000 teurer. Gucken wir mal, wie viel es für 12 gibt. Ihn würde ich jetzt zum Beispiel wahrscheinlich dann so für um die 13k verkaufen. Also würde ich auch versuchen, unter 12 zu bekommen. Gucken wir mal, ob es noch was gibt jetzt. Außer den einen hier, ja, gibt es jetzt nichts. Okay, ZM nehmen wir mit. Und den stellen wir dann, weil er ist umgeformt, ist deutlich attraktiver. Ein ZM-Karte, also ZOM zu ZM-Karte, kostet schon 3000 Münzen. Das heißt, wenn jetzt jemand hier diesen Griezmann haben möchte, muss er natürlich, ja, spart er sich diese ganzen Karten und muss nicht diese 4-5k, die er insgesamt dafür die ganzen Karten zahlen muss, natürlich draufpacken. Und Griezmann, eine sehr, sehr beliebte Karte, kannst du natürlich mit einem Dembélé Mondi sehr, sehr gut linken. Und dann, ja, packt ihr, wie gesagt, mindestens diese paar Prozent, die ich euch gesagt habe, drauf. Ich mache jetzt einfach mal für 13,25 drauf. Ihr könnt natürlich noch teurer machen. Ihr könnt auch 13,5 machen, wie ihr Bock habt. Ihr könnt auch richtig übertreiben, 15,5 machen. Also wie gesagt, da ist preislich alles in Ordnung. Wie gesagt, ihr solltet jetzt nicht über 20.000 machen, aber solange ihr jetzt nicht mehr wie 15-16k für den verlangt, wird der schon auch oft weggehen. Wenn ihr jetzt natürlich, wie ich jetzt hier für 13 reinstellt, geht er natürlich öfters weg, wie wenn ich ihn jetzt für 15 reinstelle. Das sollte auch klar sein. Wir gehen jetzt noch zu einem Defensivspieler rüber, weil für die geht das gleiche System. Man muss jetzt sagen, zum Beispiel, klar, Innenverteidiger kannst du jetzt nicht umformen. Wir gehen jetzt mal zum Beispiel auf einen Rüdiger. Ich weiß nicht, was er aktuell kostet. Gehen wir mal auf Shadow. Wie gesagt, man muss sagen, die ganzen Verteidiger kosten ja gefühlt gar nichts. Okay, Rüdiger kostet jetzt so um diese, ja, 5k. Gucken wir mal, ihr könnt natürlich auch versuchen, per Gebot reinzugehen. Das zeige ich euch jetzt hier an Rüdiger. Wie ihr versucht, per Gebot reinzugehen, auch sehr, sehr günstige Karte mittlerweile. 4,7 ist jetzt die billigste Karte mit Shadow für ihn drin. Okay, die ist auch direkt weg.
Gucken wir mal, 4-8. Ja, 4-8 sollte es. Gibt es ein paar auf jeden Fall. Ja, 4-7 wieder. Okay, der ist gerade weggekauft worden. Und dann schauen wir mal, was es zu bieten gibt. Ich sag mal so bis 4-2 ungefähr. Und dann könnt ihr natürlich einfach auf jeden Rüdiger, wir sagen jetzt mal, wie gesagt, 4-8 kostet er ungefähr. Das hier nochmal, das sind nochmal die extra Coins, die ihr nochmal extra Gewinn macht. Wenn ihr faul seid, könnt ihr natürlich auch die schon für 4-8 kaufen. Aber ich würde jetzt hier zum Beispiel dann auf jeden Rüdiger erstmal 4-2 bieten. Wenn ihr nochmal 500-600 Coins pro Karte günstiger bekommt, lohnt sich auf jeden Fall. Natürlich könnt ihr auch versuchen zu snipen. Ihr könnt dann natürlich auch vorher ein paar Karten mehr bieten. Ihr müsst jetzt nicht nur eine bieten. Gucken wir jetzt mal 4-2. 4-2 ist natürlich, wäre jetzt perfekt gewesen als Beispiel. Aber ihr seht, da kam jetzt einer rein für 4-2. Viele stellen nämlich auch diese Karten einfach rein für das, was die normale Goldkarte einfach so kostet. 4K. Ihr seht das hier. Wie gesagt, es kommen hier sehr, sehr viele Karten rein. Und mit den Karten macht ihr dann einfach UV so gesehen. Verkauft die überteuert. Das wäre zum Beispiel, wenn ihr den jetzt wirklich dann für 4K bekommen würden, oder 4,3 haben wir jetzt bekommen, packe ich dann 1500 ungefähr drauf auf diese Karte. Also ich werde den jetzt so für um die, ja, 5,8 werde ich den jetzt verkaufen. Gucken wir mal, was wir jetzt hier für die Karte bekommen. Haben wir sogar schon Untausch beim Verein. Machen wir 5,8 oder 5,7, wie gesagt. Dass wir hier mindestens, ich will mindestens eigentlich immer mindestens 1K pro Karte machen, eher sogar mehr, aber wenn wir hier, ja, 5,7, 5,8 oder so ungefähr für die Karte verlangen, wird er relativ schnell weggehen. Die kostet ja aktuell 4,8 ungefähr, diese Karte, und wir schlagen dann nochmal ein paar Coins drauf, und so könnt ihr das machen. Wie gesagt, ich würde euch empfehlen, jede Karte von der Liste, so wie ich es euch jetzt mit diesen zwei Karten gezeigt habe, zu holen, und dann könnt ihr nichts verkehrt machen. Ja, Freunde, wenn ihr eure UV-Liste noch weiter auffüllen wollt, würde ich euch Gold-Informs empfehlen, und hier ungefähr so 10.000, ihr könnt auch 11.000 einstellen oder 11.500, und dann sucht ihr Informs, die interessantes Rating haben und Richtung Abstoßpreis sind. Also ich sag mal mindestens 81er Rating, und die stellt ihr dann einfach für 1-2k mehr drauf, wie zum Beispiel ein Wendell kriegst du für 10.000, kannst du für 11.5 draufstellen, wenn er weggeht 1k Gewinn. Dasselbe mit ihm hier kriegst du auch für deine 10.000, machst du auch 11.000. 1500 Iniesta, also mindestens 81er Rating sollten die haben. Ihr solltet jetzt keine absolute, ja, Schmutzhaufen-Tonne wie den hier jetzt zum Beispiel kaufen, der hier zum Beispiel auch sehr, sehr stabile Werte spielt in der Ligue 1. Kriegst du wahrscheinlich auch mit ein bisschen Glück für 10,5 oder so erboten. Ja, könnt natürlich auch gucken, ob ihr ihn mit Shadow bekommt, natürlich deutlich interessanter. Könnt ihr natürlich machen, Freunde. Caputo hier ist schon lange aus dem TDW raus. Könnte ich, also der war erster TDW, können wir die 10,25 drauf bieten. Ich werde dann, einfach 11,5 für den drauf machen. Wenn er weggeht, sind das 750, 800 Coins. Ihr könnt natürlich auch noch teurer drauf machen. Locatelli auch interessant. Ich glaube, das ist sogar sein Mindestpreis. 11k, nee, hier 10,5. Kann man auch holen. Und dann auch einfach für 12,5 zum Beispiel drauf machen. Hast du auch dein 1k Gewinn, was auf jeden Fall absolut fett geht. So, Freunde, für die, die jetzt weniger Coins am Start haben, habe ich auch noch einen Trading-Tipp am Start. Das könnt ihr im Endeffekt mit jedem Chemistry-Style machen. Ihr seht jetzt, ein Catalyst kostet jetzt zum Beispiel um die 800. Wie gesagt, Catalyst ist jetzt nur ein Beispiel. Ihr könnt das hier mit jedem Chemistry-Style außer Shadow, Hunter und so machen, die so richtig teuer sind. Kosten 800. Also nach einer Stunde sind die safe für 800 weg. Ich würde empfehlen, versucht auf jeden so 500-600 zu bieten und stellt die dann nicht für 800 rein, stellt die dann einfach für 900 rein. 100 Münzen mehr werden die letzten Minute eh safe gekauft. Also könnt ihr hier einfach auf jede Karte dann 600 bieten von dem Catalyst. Und ja, so kriegt ihr diese Karten dann weg, stellt die dann für 900, 950 rein, macht ihr 300 pro Karte, sucht euch am besten ein paar Chemistry Styles, die in euer Budget passen, und dann geht das auf jeden Fall klar. Jetzt zeige ich, gehen wir noch auf Footbin rüber, zeige ich euch noch ein paar Investitionen, was ihr tätigen könnt, Freunde, ein paar kleine Investitionen noch. So, Freunde, wir schauen uns jetzt an, was hier zu investieren ist. Man muss sagen, die Informs sind natürlich sehr, sehr oft jetzt gepackt worden, dadurch, dass wahrscheinlich sehr, sehr viele in der Weekend League 8 Siege holen werden, muss man einfach sagen, oder schon geholt haben. Ihr könnt auch nachschauen, wenn ihr eure Player Picks schon hattet. EA hat das ein bisschen gefailt, die haben diese roten Player Picks tauschbar gegeben. Schaut im Verein nach, ob die tauschbar sind, dann könnt ihr euren roten Son zum Beispiel, wenn ihr ihn bekommen habt, 600k verkaufen, könnt ihr machen. Werden nur sehr, sehr wenige sein, die das nach ein paar Stunden schon durch haben.
aber das ging auf jeden Fall. EA hat jetzt einfach die Player Picks vorübergehend rausgenommen. Man muss jetzt sagen, wir gehen mal drauf ein, welche Karten ich sehr, sehr interessant finde. Die hier von der Bank könnt ihr euch eigentlich alle hier einmal für 10k einmal einsnacken hier. Auch den hier bekommt ihr safe für 11k. Tonali könnt ihr für 13 auch mitnehmen. Italienischer ZDM, sehr, sehr gute Karte, macht ihr nichts verkehrt. Ein Kevin Trapp für 11.000 könnt ihr euch mitnehmen. Lienhardt könnte man jetzt mitnehmen, würde ich sogar sagen, eher weglassen. Azpilicueta finde ich sehr, sehr gute Karte für 14k. Also vielleicht sogar die beste von dem ganzen TDW, so für, zum Investieren. Wenn man sich anschaut, EA verlangt jetzt schon langsam Informs und die legen schon gut los mit den ganzen SPCs, die bis jetzt da sind. Okay, schauen wir uns auch gleich noch an. Iniesta, sehr, sehr interessante Karte. 10,5 spanischer Inform, wie gesagt. Spanische Informs für 10k kannst du eh nicht was verkehrt machen. Locatelli, auch sehr, sehr gute Karte. Habe ich auch so ein OTW schon empfohlen mitzunehmen für 10,5. Kannst du hier auch mitnehmen für 11k. Talisca auch für 11k mitnehmen. Und die vier da vorne würde ich wahrscheinlich weglassen. Vielleicht Suarez, wenn er nochmal ein paar K runtergeht. Und David, wenn er vielleicht nochmal so auf 20 Richtung, ja, so 20 droppt oder 21, könnte man auch immer überlegen, einen mitzusnacken. Keinen mitnehmen. Wir schauen uns mal die SBCs an, die da gestern kamen. Wir haben einmal Wijnaldum bekommen. 100.000. Und ich sage euch, wie es ist. Klar, es kann sein, der spielt bei Paris, glaube ich, nicht so viel. Dass er nur dieses 2er Upgrade auf 86 für die 5 Siege kriegt. Man muss sagen, wenn er jetzt einen Inform bekommen würde, ich würde die Karte nicht über 100.000 sehen. Wenn wir jetzt hier sehen, was die Goldkarte kostet, 3.000, das ist halt absoluter Skandal. Letztes Jahr die Goldkarte 80-90k gekostet, also der Markt ist ja komplett spielverrückt. Das ist wirklich sehr, sehr krass, muss man sagen. Deswegen, Wijnaldum wird wahrscheinlich safe in 1-2 Monaten, also mindestens anderthalb Monate, bis Paris die 5 Siege hat. Bis auf die 86 waren, dann wird die Karte sich vielleicht lohnen, muss man sagen. Aber wenn ihr keine Informs kriegt, ja, 100.000, ich würde ihn eher nicht machen. Wir schauen uns die anderen beiden noch an. Natürlich Karim Benzema, 131.000. Wir haben übrigens auch die 31.000 Abonnenten geknackt. Vielen Dank, Freunde, für die, die noch am Start sind und zuschauen. Ja, Freunde, und dann haben wir noch Cristiano Ronaldo SPC bekommen. Also, wer den macht, keine Ahnung. Wenn, dann würde ich wahrscheinlich eher die Karte hier kaufen. Ist auch wieder gut angezogen, der war auf jeden Fall bei 2,6, als die Ronaldo SPC rauskam, hätte man auf jeden Fall mitnehmen können, wer die Coins gehabt hätte, wie gesagt, so viel Coins haben die meisten leider noch nicht, und die SPC wird hier kein Mensch machen, du musst allein 26 SPCs machen, allein darauf haben, glaube ich, die wenigsten Lust. Ich hätte es da besser gefunden, wenn ich jetzt ehrlich bin, EA, wenn die einfach gesagt haben, gebt die Goldkarte einmal ab und vier weitere SBCs, wäre leichter gewesen, oder halt 5-6 SBCs, der ist auch gut getroppt, der Ronaldo, der Goldene, auf unter 1,4, der wird wahrscheinlich morgen Abend noch billiger sein, wenn ihr Team einkaufen wollt, Freunde, fragen vielleicht jetzt auch noch viele, wann soll ich mein Team einkaufen, kauft morgen so gegen Abend ein, also so, ja, ich würde so sagen, 20, 21 Uhr abends. Wann soll ich einkaufen? Ich würde Sonntag über den kompletten Tag wahrscheinlich einkaufen, ob ihr SBC-Futter einkaufen wollt oder euer Team. Warum Sonntag, wenn jetzt viele fragen, hat viele Gründe. Sonntagmorgens kommen die Squad Battles Rewards. Das heißt schon mal, die meisten öffnen da ihre Squad Battles Rewards. Die meisten werden mit der Weekend League fertig und die verkaufen dann ihr Team. Das heißt, es wird ein Überangebot am Markt sein und die Preise werden morgen runtergehen. Deswegen würde ich empfehlen, morgen da einzukaufen. Falls ihr Fragen habt, schreibt das jetzt gerne in die Kommentare. Morgen wird das nächste Trading-Video kommen. Da werde ich natürlich dann darauf eingehen, wenn ihr jetzt wichtige Fragen habt, die ich euch beantworten muss. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, wäre es das für heute mit dem Trading-Video gewesen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr gerne einen Daumen rum da. Lasst es sehr gerne ein Abo da und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis heute Abend im Stream. Haut rein. Ciao, ciao, meine lieben Freunde.